Hallo, hier ist Wolf und ich wollte eigentlich euch mal was ankündigen für nächstes Jahr. Ich wundere, ich bin draußen, muss ein bisschen ringsherum gucken. Bin mit dem Hund gerade unterwegs. Hier. Naja, meine Pläne für nächstes Jahr wollte ich euch sagen. Ich werde erst ab den 2. Februar offiziell wieder anfangen, Videos zu machen, erstens. Das ist die erste Neuigkeit. Und das Wochenende nach dem 2. Februar, am Samstag ist der Livestream Minecraft. Ich werde extra eine neue Welt dafür erstellen und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mit bei sein. Ihr könnt auch über Twitch, Mobiltelefon, also Handy und sonst was alles mitzocken. Also in dem Fall nur Twitch, Handy, Windows 10 und PS4 und Xbox war noch, wo ihr mit drüber zocken könnt. Denn. Naja, und jetzt zum nächsten Punkt. Das wird dann jeden Samstag, immer nach dem 2. Samstag fängt es ja an, aber immer danach, den Samstag eben nach dem 2. ist bei mir Livestream ab 20.15 Uhr. 20.15 Uhr Livestream. Und ich habe geplant, ab nächstes Jahr zwar meine Let's Pack aus und was gibt's Neues Videos weiterzumachen. Ja, ich dachte mir, warum auch nicht? Und keine Angst, dieses Jahr kommt noch mal ein Let's Pack ein und ein was gibt's Neues Video wird noch mal geben. Dieses Jahr noch mal. Denn plane ich 3 AMVs oder 3 Nightscores zu Weihnachten, die 3 Weihnachtstage. Und dann habe ich erstmal eigentlich Urlaub von dem YouTube-Kanal von meinen. Weil ich gemerkt habe, ich bin viel öfters auf denen, aber nicht auf meinen anderen Kanäle aktiv. Wo ich zum Beispiel, habe ich ja noch mit 2 weiteren Personen, ein Duo, nee, 3 weiteren Personen sogar, ein Duo-Kanal und auch noch ein Kunstprofil dort, wo ich auch noch weitermachen würde. Da würde ich dann Januar mich dran setzen, da mal wieder was zu bringen. Deswegen auch erst Februar mit weitermachen bei mir. Und sonst eigentlich, naja, ich hatte vielleicht noch vor, wahrscheinlich, wenn es wieder wirklich bis dahin klappt und wenn sie die Fehler bis dahin auf jeden Fall behoben haben, weil Lust hätte ich eigentlich längst mal wieder, School of Dragons weiterzuspielen. Ich gucke mir das noch an und sonst versuche ich jetzt sogar. Das habe ich zwar noch nicht rausgefunden, ich hoffe, dass ich es noch rauskriegen werde. Ihr werdet ja spätestens sehen, wenn das erste Let's Play kommt oder der erste Stream davon, versuche ich mir ein für die Nintendo Switch natürlich wie heißen die? Ach, hier, was man dafür braucht, um das auf anderen Geräten zu spielen. Diese. Ich vergesse immer, wie heißen die Dinger. Egal, eigentlich, ich glaube, jeder weiß eigentlich, was ich meine. Dieses Programm braucht man dafür, um zum Beispiel auf Handy, auf Computer zocken zu können. Emulator, jetzt ist mir eingefallen. Ein Emulator für die Nintendo Switch bräuchte ich. Und ich will gucken, ob ich eins kriege, wo ich ganz leicht eine Bedienung dazu habe. Oder am besten noch kostenlos und so weiter. Jo. Wenn ich das finde, dann werde ich Pokémon Schwert ab nächstes Jahr noch mit aufnehmen. Natürlich erstmal als Let's Play. So zwischendurch mal. Eine Folge in eine Woche. Let's pack aus und was gibt's Neues, ist ja sowieso nur, wenn ich was habe. Sonst habe ich eigentlich sonst weitere keine Infos mehr. Ja.
Was kann ich euch noch sagen? Eigentlich fällt mir eigentlich nichts weiter ein. Wenn mir noch was einfallen sollte, kann ich ja immer noch was sagen. Aber zum Wochenende jetzt, zum 4. Advent, könnt ihr euch auf Let's Pack ein, letzte Folge, freuen. Und ja, letzte Woche, das Video, wo ich es auch spontan aufgenommen habe, hatte ich richtig den nervösen Tick gehabt. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Aber das ist neuerdings öfters bei mir so. Deswegen ist es auch schön, dass ich wenigstens Januar erstmal für die anderen Kanäle was mache und das versuche auch nur ein bisschen so in den Griff zu kriegen, dass ich zwischendurch auch meine Pausen habe. Ich mache zwar auch Pause mit dem Kanal hier, aber ich muss auch gucken, wie ich das mit den anderen Leuten so regel, weil ich zum Beispiel zocke ja auch noch mit anderen Leuten so privat und das muss dann wohl auch zurückgesteckt werden, weil ich langsam zu nervös werde und ich brauche es auch wirklich dann meine Pause, die ich jetzt Dezember bis Januar erstmal mache und dann gucke ich, ob ich wenigstens zwei Videos auf mein Kunstprofil Oscar Painten bringe und auf den Duo-Kanal wenigstens eins auf die drei noch mache, aber nur wenn ich es schaffen sollte und wenn sich die anderen drei Leute, die das mit mir betreiben, so da sind, vielleicht fällt auch auf den Speedy Wolf und Speedy Kanal sogar das aus, weil mein Kumpel, der Speedy, der hat gerade überhaupt kein Gerät, wo er Materialien zusammensuchen kann oder sonst irgendwas. Naja, wollte ich mal nicht weiter quatschen. Dann sage ich, man hört und stört sich. Und bis zum nächsten Mal. Eigentlich schon recht bald. Ciao.